Bitte fragen Sie es. Herr Fischer, es gibt Berichte, dass bei der Huldigung des SS-Veterans in Ottawa auch die deutsche Botschafterin Sabine Sparwasser anwesend und ihn auch mit Standing Ovations begrüßt hat. Da wollte ich noch fragen, können Sie das so bestätigen? Also, lassen Sie mich erstmal vorwegschicken, dass dieser Vorfall im kanadischen Parlament inakzeptabel ist. Aber das hat ja auch die kanadische Regierung sofort deutlich gemacht. Parlamentspräsident Rota, auf dessen Einladung die genannte Person an der Veranstaltung teilgenommen hat, hat sich sofort entschuldigt und ist auch mittlerweile zurückgetreten. Unsere Botschafterin hat als Vertreterin des Diplomatischen Korps gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den G7 tatsächlich auf der Tribüne des kanadischen Parlaments an der Veranstaltung teilgenommen. Die Anwesenheit des von Ihnen genannten, der von Ihnen genannten Person wurde ihr, aber auch den anderen Teilnehmenden an dieser Veranstaltung im Vorfeld nicht angekündigt. Und ich kann Ihnen sagen, dass die wahre Identität von Herrn Hunker, nämlich dass er Mitglied der als Freiwilliger der Waffen-SS gewesen ist, den Anwesenden nicht bekannt war, da seine Teilnahme ja auch nicht angekündigt worden ist. Zusatz? Ganz kurze Nachfrage. Jetzt hat der von Ihnen erwähnte Parlamentspräsident, der aber sehr deutlich formuliert, seinen Namen nennt, der im Zweiten Weltkrieg gegen die Russen, korrekterweise die Sowjetarmee, gekämpft hat. Alleine dadurch sollte eine deutsche Diplomatin, die auch noch eine Zeit gekommen ist, als Allgemeintest abgefragt worden, in der Lage sein, einzuschätzen, um was für eine Person es sich handelt. Wer hat denn im Zweiten Weltkrieg gegen die Rote Armee gekämpft? Naja, also es gab, glaube ich, auch im Zweiten Weltkrieg unterschiedlichste Gruppierungen. Sie kennen zum Beispiel die polnische Heimatarmee, die sich sowohl gegen die Wehrmacht als auch gegen die Rote Armee gewehrt hat. Insofern ist es nicht ganz so eindeutig, wie Sie das sagen. Im Übrigen habe ich mit der Botschafterin auch nicht darüber gesprochen, wie sie sich bei der konkreten in dem konkreten Moment verhalten hat. Aber ich kann nur noch mal sagen, den Teilnehmenden war nicht bekannt, was der Betreffende im Zweiten Weltkrieg getan hat. Und dementsprechend habe ich auch sehr klar gesagt, dass das Verhalten, dass das ein inakzeptabler Vorgang ist, der ja auch auf kanadischer Seite jetzt vollumfänglich aufgeklärt wird und auch mit dem Rücktritt des Parlamentspräsidenten geendet ist, der die Konsequenzen daraus gezogen hat, dass er diesen Herrn eingeladen hat.